Also Leute, hier ist wieder Draglinus, zurück in dem Loch mit Let's Suicide Dark Souls 2. So, ich will mal gucken, was ich hier übersehen habe in diesem Loch. Wie ich zum unteren Loch eventuell komme. Ich muss ja hier einiges gegeben haben, bei diesen Leitern. Irgendwo, wie ich zu dieser Nebelwand kommen kann. Die mir da noch gezeigt wurde. Ach, der hat hier wieder diese heftige Waffe gehabt. Wieder Erstaunliches voraus. Hier. Zu welcher bin ich das letzte Mal runtergelaufen? Gibt hier einige zur Auswahl. Ich nehme mal die ganz rechte, weil von der ich weiß, ich es. Autsch. Huch. Ich sah grad gar nichts. Gut, das ist ein bisschen nachteilhaft bloß hier. Häftlingshandschuhe. Das verschafft mir einen kleinen Überblick darüber, dass ich, hier geht's ja noch weiter. Diese Leiter hier auf jeden Fall nicht kenne. Bevor ich irgendwo lang gehe, doch, hier war ich doch schon. Das war die, die ich damals genommen habe. Heilen. Die machen Schaden mit ihren Waffen, das ist unglaublich. Weil die Waffen verzaubert sind, die sind so komisch schwarz, so finsternes Schaden, glaube ich. Mal gucken, irgendeine der Leitern war diese große. Die andere war die große. Wie komme ich da hin? Dafür muss ich runterfallen, hä? Das war dieses Fallloch. Oh, Nebelwand hier. Das wusste ich nicht. Hier ist die Nebelwand. Wir hier erstmal was loswerden. Von hinten ist am besten. Hier pulsiert noch mehr. Dann gibt es hier vielleicht gar keinen Boss. Giftpfeil. Aber hier geht es ja auch noch weiter. Hm. So, das war das. Ja, diese Schleimwand wieder. Also übel. Was ist denn das hier? Ach du Schande, was ist das? Noch eine neue Umgebung. Komische Pilze, die mich angreifen. Okay. Was ist das denn? Angreifen und dann bedauern. Es greift mich nicht an. Es macht diesen Effekt hier. Angreifen und dann bedauern. Trost. Wie ist der gestorben? Wurde der gefressen oder sowas? Da hinten noch. Wahrscheinlich sehr viel Gift. Das kann ich ja. Ist offenbar nur ein Weg, das Ding. Giftiges Moos. Mir bleibt nichts anderes übrig. Hier hinten scheint es okay zu sein. Vielleicht nur greift es vorne gut an. Ich habe jetzt die Wurmtaktik genommen. Scheint gar nicht so übel zu sein. Das greift mich wohl nicht an, weil es mich nicht sieht. Okay. Schon eine Taktik gegen ein anscheinend übles Vieh rausgefunden. Giftiges Moos. Bedauern. Leichtsinn bedauern. Warum? Es stand vor nichts. Oder war es eine Art NPC oder so? Ich weiß es nicht. Ich werde es auch nie herausfinden, glaube ich. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr was zu diesem Vieh wisst. Oder bedauern, weil ich das auf mich genommen habe, diesen heftigen Kampf für nichts.
Das würde ich nicht sagen. Die Seelen sind nämlich einiges für sich. Ich würde sagen, es war nicht schlimm, weil es mich nicht angegriffen hat und deswegen habe ich kein Bedauern verspürt, als ich es angriff. Gut, zurück zu den ganzen Fallstellen. Ich nehme jetzt die hier. Die führt mich nirgendwo hin, wo ich sonderlich weiter kann. Das war dieselbe, die ich schon mal genommen habe. Geradeaus soll ein Falldings sein. Hier irgendwo, hier ist gar nichts. Ich nehme die hier. Ich könnte versuchen, dahin zu rollen, aber das wird nicht klappen. Ich komme hier weiter runter. Und dann hier weiter hoch. Komm schon, hier muss irgendwas sein. Ich kann hier weiter hoch und dann wieder dort sein, wo ich angefangen habe. Aber weiter runter ist der Weg, den ich schon genommen habe, deswegen. Ich will etwas entdecken. Hier dieselbe Geschichte. Ich glaube, ich reise nochmal zum oberen Leuchtfeuer und gucke, ob das die Nebelwand war, die ich genommen habe. Die ich da oben immer gesehen habe. Und wenn sie es war, dann hake ich diesen Ort ab. Trotz der Items, die hier noch verstreut liegen, aber... Ich bin nicht unbedingt wegen eines Items hier. Ich dachte, ich könnte ein unteres Loch herausfinden, indem ich durch die Nebelwand weiterkomme oder einen Boss finde. Und da das alles gerade irgendwie ein bisschen, naja, vom Winde verweht ist, würde ich, glaube ich, dann einfach weitermachen. Ich weiß, wo ich noch hin kann. Es gibt da eine gewisse Frau, die noch versteinert ist. Und ich habe einen Duftzweig gefunden, als ich hier weiter bin. Tja, eindeutig, die Nebelwand ist weg. Damit ist Schandstadt 2.0 abgeschlossen. Und ich reise zurück nach Majula. Wenn ich ein Level up mache, was würde ich noch machen? Meine Belastung erhöhen, meine Vitalität, meine Kondition? Dark Souls 1 habe ich ja bei meinem Let's Play hauptsächlich Kondition und Vitalität gemacht, was mir spannende Bosskämpfe beschert hat, aber mich nicht wirklich stark gemacht hat. Mal schauen, was habe ich denn noch da? 800 mindestens. Hey, ich bin gut. Lass mich aufsteigen. Das kostet doch noch nicht 9000, oder? Doch, könnte schon. 9500. Ja, ja. So, was mache ich jetzt, Seelen? Alle drei. 3000. Das waren 1000er Seelen? Stimmt, die waren hinter dem 800er Ding. Gut, was mache ich mit dem Rest? Ich steige auf jeden Fall ein. Meine TP werden ja auch um 2 erhöht. Hier erhöhen sich meine TP um 30. Ich nehme die TP. Ich renn weg, wie immer. Dann gucke ich mal nach Verstärkungen. Habe ich... Ist es gerade an Seelen gescheitert oder an Titanit? Ich weiß es nicht. Warum stützen sich Leute hier runter? Verstärken. Tatsächlich eine Feuerwaffe. Habe ich nicht mehr kleine? Okay. Ich finde die Feuerwaffe interessant. Deswegen werde ich jetzt Titanitscherben kaufen. Ich kann nur zwei.
1600. Dann gucke ich mir mal die Flammenwaffe an. 630, ich brauche zwei dann. I'll be around if you make it back. Ich gucke mir die nur erstmal an. Gibt es einen besseren Weg als Schweine, um das zu testen? Das ist wie mein... Yep, es ist wie mein normales Schwert. Mein Kurzschwert. Könnte das also ersetzen. Ich wünschte nur, ich hätte das hier viel früher gefunden. Wer stirbt denn hier? Ach so. Macht mit Feuerschaden auf jeden Fall einiges. Muss ich sagen. Das fängt ja mit 270er Werten an, weswegen es mit 140 anfängt. Mag ich. So, diese Statuen kann ich jetzt schon nicht mehr sehen. Ganz ehrlich. Gut, dann würde ich sagen, heißt es Frauensteinern. Ich will nur noch mal am Feuer rasten. Parierdolch. Fußsoldaten. Heide-Ritterschwert. Achso, hatte ich ja da dann die Lanze. Den Heidenspeer. Heidewitzka. Sorry, musste gerade einmal ein bisschen husten. So, okay. Dann auf zu der Frau, die versteinert ist. Ich habe einen Duftzweig, der ihrer ist. Mal gucken, welche Gebiete mir das offenbaren wird, wenn ich dort weitergehe. Bestimmt so einige. Und dann gibt es ja noch einen Typen mit einem riesigen, riesigen Schwert. Ein leuchtendes, riesiges Schwert. Wer weiß, macht der noch was für mich? Ich weiß es nicht. So, da hinten ist der Leuchteschwert-Typi. Und da ist dann die Frau. Erstmal die Frauensteine, weil alles, was er an Dialog hat, bezieht sich auf die Frau. Bumm. Hi. Lass dir Zeit, ich habe was zu tun. Oh, du sagst was? My name is Rosabelle. Thank you so much for rescuing me. You're that traveler. I still haven't thanked you. Well, I'm quite a hand at pyromancy. So perhaps you could consider this my thanks. Prismastein. I was attacked and turned to stone, I think. I owe you my life. If you had not come. Shameful wearing these rags. I hate to burden you, as you've already saved my life. But just look at me. My clothes are in tatters.
Do you have any clothing that you could spare? I'll take anything. Whatever you don't need. I'm not particular when it comes to apparel. Anything at all will do. Just put it on the ground. And I'll change into it later. Okay. Ausrüstung geben. Andere Kapuze. Ramponierte Stoffkapuze. Der Jägerhut. Ich weiß noch, welcher das ist. Häftlingskapuze. Königsschwerkämpferhelm. Ich gebe dir meine Wanderersachen. Oder? Nein. Damit schalte ich um. Info anzeigen, Auswahl. Das war's, oder? Wie kann ich bestätigen? Oder importiert. Gehen wir den Rest mit importierte Ware. So, wie kann ich das jetzt, importierte Kapuze. Hast du schon ausgetauscht? Ich würde gern bestätigen. Hallo? Spiel, lass mich bestätigen, bitte. Jetzt nehme ich das zurück. Was soll denn das? Pyromantieflamme verstärken. Oh. Feuerabwehr, Blitzabwehr, Finsternisabwehr. Definitiv gut. Stärkt vorübergehend Magieabwehr, Blitzabwehr, Feuerabwehr, stärkt Pyromantieflamme. Feuerball, Feuerkugel, Verbrennung, Giftnebel, Blitzschweiß, Blitzschweiß, okay. Eisenfleisch. Ich will dir gerne Ausrüstung geben. So, hier, du kriegst importierte Klamotten. Jetzt bitte belästige mich nicht weiter. Wie kann ich dir das geben? Rücknahme Gegner aus ist nicht möglich, okay. Ja. Thank you so much. I'm very happy for this gift. After I change into this, I'm heading for Majula. I'm not sure where I might find my lord. But perhaps Majula is my best chance. Okay, gut, dann werde ich jetzt das Vieh freilassen, was sich hier hinter befindet. Hui. Hui. Nein. Das ist so viel Giftschaden. Ich mach mal zu. Reicht zurück. Und sterbt. Oh Gott. Das ist so viel Giftschaden. Wie ich schon sagte. Ach du Scheiße! Mann! Was soll denn das jetzt? Soll ich warten, bis die Tür da aufgeht? Soll ich irgendwie alle Feinde töten bevor? Aber es geht ja gar nicht. Ich kann die Tür da oben ja nicht mehr erreichen. Was soll ich machen? Hä? So, dann soll sie also in Majula sein jetzt. Hab eine Trophäe dafür bekommen. Wo wäre diese Dame in Majula denn bitte schon anzutreffen? Irgendwo. Wer weiß. Nun ja, nun ja, nun ja, nun ja, nun ja.
Dann gehe ich mal wieder hier durch. Und dieses Mal werde ich mich nicht von denen besiegen lassen. Was für eine Hoffnung ist denn das, bitteschön. Ich bin nur in einem Gang drinne. Das ist schon eine größere Arena, aber es sind so viele von denen. Und die nehmen auch so viel Platz ein mit ihren Keulen. Ein bisschen blöd. Hi. Clear the way. Was you doing, Wizard? Didn't think you had it in you, pal. No, no, no. That's not like it sounds, you know. It was a pleasant surprise, that's all. Name's Ben Hart. Thanks to you, I can resume my journey. If we share the same path, I'm sure that we are gonna meet again. Beschwörungsfreund. I'll repay my debt to you in battle. I swear it by my sword. Gut. The road ahead is gonna be long. I'm here to help. Dann werde ich menschlich werden gleich. Aber erst, wenn ich hier fertig bin, denn die Menschlichkeit hier ist sehr leicht weg. Okay, sie ist weg. Sie ist sehr leicht vergeudet, meine ich. So. Wenn ich durch die andere Seite durch kann... An diesem einen Vieh vorbei. So ein Vieh. Nicht schon wieder Flucheffekt. Lass mich durch. Schneller. Das Tor geht langsam auf. Hm. Nett. Sie ziehen sich zurück. Na, ich bin noch nicht so scharf drauf, die zu battlen. Ein Leuchtfeuer. So, okay. Ich könnte sie jetzt battlen. Könnte es aber auch sein lassen, wer weiß. Alleine seid ihr ja nicht die Gefahr. Das ist ja nicht das Problem. So, so, so. Schön einer nach dem anderen. Genauso mag ich's. Du willst es also? So, so, so. Bist ein bisschen schnell da. Macht aber nichts. Gut, das war's. Zu denen da oben komme ich nicht. Oh. Ihr seid irgendwie schwächer als die anderen. War hier nicht immer noch einer? Naja, der ist weg. Der hat auch keine Waffe, den ich zuletzt tötete. Und was ist hier? Eine Truhe. Estes Lacan-Scherbe. Yay! Die werde ich später investieren. Aber ich war erst in Majula, deswegen mache ich es jetzt noch nicht. Jetzt kommt erstmal der Wald und ich werde erstmal ein wenig menschlich werden. Die Folge muss schon wieder weit sein. Kann ich da nicht hoch irgendwie? Okay, ich kann den Typen hier auf jeden Fall nicht beschwören. So. Egal. Da kommen wahrscheinlich nur wieder Gegner raus, wenn ich den Hebel auf die andere Seite, also auf der anderen Seite ziehe. Oder irgendwie sowas. Irgendwas Blödes auf jeden Fall. Gut, damit habe ich jetzt den Wald dahinter freigeschaltet. Den Schattenwald. Erinnert mich von der Struktur irgendwie an einen Darm. Sorry, du kannst mir nichts. Er hat mich trotzdem erwischt mit Giftschaden. Ihr seid also die normalen Gegner. Und schon wieder Gift. Das ist in diesem Spiel irgendwie sehr dominant. Sehr, sehr, sehr viel Gift. Na. Hauptsache, du kommst allein. So, so,
So. Da kann man sie ja ganz schön erledigen. Das mag ich ja. Oben. Au. Der wirft mit Jauchetüchlein, schätze ich. Egal, ich werde mich jetzt um den kümmern. Zwei. Beide Jauchetüchlein? Das sind keine Jauchetüchlein. Das sind Steine oder sowas. Irgendwas, was mich nicht vergiftet, aber einfach nur ein bisschen Schaden macht. Ihr näher. Mehr nicht. Nein, mein... Pharos war es, Verkehrer. Schön. Mein Leben, darauf achten wir jetzt nicht. Wir beenden jetzt nämlich den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bitte um Kommentare. Dragline is over and out. Tschüss.